Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil Spoiler Alarm Eldritch Moon Edition. Mein Name ist Christopher Postel, bei mir sitzt wie immer Patrick Portele. Servus. Und wir plaudern heute über die schwarzen Karten. Und ich hätte gesagt, steigen wir direkt ein. Die vereinte Grausamkeit. Doch, wir zwei das. Ja, ja, das sind die vereinte Grausamkeit, das sind wir zwei und Dame Matthias sitzt bei Magic Dog in der Mitte. Okay. Also für ein schwarzes, ein farbloses, eine Hexerei, bei der kann man eskalieren. Mhm. Und zwar eskaliert man, wenn man eine Karte abwirft. Und dann kann man eines oder mehrere Sachen bestimmen. Möglichkeit 1, ein Gegner deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Spontanzauber- oder Hexereikarte. Dieser Spieler wirft diese Karte ab. Das ist ein Pseudo-Durace. Ja. Oder eine Kreatur deiner Wahl erhält minus 2, minus 2 bis zum Ende des Zuges. Das ist ein Deadweight. Ja. Oder ein Gegner deiner Wahl verliert 2 Lebenspunkte und du erhältst 2 Lebenspunkte. Das gibt's auch, mir fällt aber der Name der Karte nicht ein. Das gibt's sicher, ja. Also alle 3 Abilities sind okay. Das Lebenspunkte kriegen ist wahrscheinlich das Schlechteste wie immer. Also auch wenn du vielleicht mal einen Gegner damit töten kannst. Die ersten 2 Abilities sind gut. Und abhängig davon, wie gut deine Handkarten sind, ist es oftmals wahrscheinlich wert, den Gegner was wegzunehmen und eine Kreatur zu töten, auch wenn es dich eine Handkarte kostet. Ja. Weil es noch immer even ist, das heißt, du hast den Spell ausgegeben, hast eine Kreatur getötet, ist 1-1 und eine Handkarte abgeworfen, den Gegner eine hoffentlich bessere Handkarte weggenommen, ist wieder 1-1. Ja. Sollte es Decks geben, die Priced Amalgam oder Deathmist Raptor, den Protector Engine spielen, ja, ist die Karte natürlich dementsprechend besser. Ja, oder sollte die Lyrium triggern wollen und irgendwas Wichtiges oder Madness Decks. Madness oder Decks. Oder Madness geht auch. Also es gibt weil schon für 2 Mana und dann halt noch eine Ability nutzen und theoretisch was casten. Ist echt durchaus drin, weil 2 Mana kann man dann schon noch 2-3 frei haben und da kann man schon sehr viel Madnessen. Genau. Ja. Coole Karte, wird glaube ich sicher gespielt werden. Ich glaube auch, ja. Passt. Ja, kannst du auch machen. Nicht deine Bedienung. Als nächstes. Der Kryptenknacker. Ja. für ein schwarzes. Was war das jetzt? Was war das? Nur nervöse Zugänge. Strangle Root Guest. Kryptenknacker. Für ein schwarzes. Ein 1-1er Zombie. Mhm. Sagt für ein farbloses ein schwarzes und ihn tappen und eine Karte abwerfen. Bringe einen 2-2er schwarzen Zombie-Kreaturenspielstand ins Spiel. Beziehungsweise tappe 3 ungetappte Zombies, die du kontrollierst. Du ziehst eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Ja. Also für 2 Karten, für eine Karte abwerfen, 2 Zahlen und theoretisch ein, weiß nicht, Priced Amalgam abwerfen, dass man später recasten kann und ein Zombie aufs Spielfeld bringen, ist da schon alles okay. Es ist vielleicht zu viel Setup. Also ich finde seine erste Ability schlecht und seine zweite Ability gut. Ist die Kurzphase. Wenn du das Dedicated Zombie Deck bist, also außer im Limited, da finde ich seine erste Ability besser und seine zweite Ability schlechter, ja, weil da wirst du, na, wobei, da sind beide gut, weil da kannst du wahrscheinlich was abwerfen, solange bis du halt das zweite nutzen kannst. Er ist halt selber ein Zombie auch, was die zweite Ability natürlich besser macht. Genau. Aber im Zombie Deck hast du einen guten 1-Drop jetzt. Ein Mana 1-1 mit der Ability, mit der Tappe, also mit dieser 3 Kreaturen-Tap, Kartenzieher-Ability ist gut genug. Du kannst ein 1 den machen, kannst du ein 2 den 2 Mana Zombie machen, der seine eigene Recursion hat. Genau, den, ja, Typen. Ja. Mhm. Und dann Turn 3 kommen noch so ein Spell, den wir gleich sehen. Dann hast du 3 Zombies im Spiel, hast was gemacht und kannst gleich eine Karte auch noch ziehen. Was ich alles schon ziemlich sexy finde. Also in diesem idealen Curve-Szenario ist das schon wirklich cool. Und sonst ist das, glaube ich, auch für jedes Zombie-Deck eine Karte, die man haben will, weil gerade diese schwarzen aggressiven Decks haben oft den Platz nicht für den Card Draw, sage ich jetzt einmal. Ja. Ich meine, den Card Draw in Schwarz gibt es ja eh, aber sie haben genug, den Platz nicht. Ja. Und dann hast du eine Kreatur, die in der Kurve ist und dir den Card Draw bringt. Es ist halt, dass das Zombie-Deck oder das potenzielle Zombie-Deck einfach nicht aggressiv genug ist, glaube ich. Dafür, was es machen will, dass das Zombie-Deck, das oder das kommen könnte, das ist einfach viel mehr ein tricky Deck. Das ist nicht mehr so wie früher Gravecrawler, der komische Ghoul, Gareth's Messenger und hinten nach Falkenrad Aristokrat und ranzt dich einfach um. Mhm. Also das ist, wenn dann ein Zombie-Deck, das halt viel tricky ist. Ja, das ist möglich, ja, weil es halt die raw Power fehlt einfach den Karten. Also jetzt die wirklich die Stats-Power, Power-Toughness ist einfach nicht so gegeben.
Wenn der halt ein Mana 2-1 ist, ist das wieder eine andere Geschichte und ich kann aggressiv gut, aber, das Ganze spielen. Ja, natürlich, aber dann sind da ein 2-1er plus diese zwei Abilities ist dann schon ein bisschen Overkill, ja. Ja, ja, sicher. Aber ich sage nur. Und gut. Da ist das Bell. Da ist das Bell. Die finstere Rettung für ein schwarzes Mana Doppel-X. Eine Hexerei. Ein Spieler deiner Wahl bringt X, 2-2 schwarze Zombie-Kreaturen, Spielschweine, Spielsteine ins Spiel. Du bringst Spielschweine ins Spiel, ja. Ne, ich bin noch immer bei der Sau vom ersten Video. Ach so. Dann erhält bis zu einer Kreatur deiner Wahl für jeden Zombie, den dieser Spieler kontrolliert, -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Ja, und das ist halt, du machst Turn 1 den Knacker, Turn 2 den Recursion-Typ, Turn 3 machst du das für 1. Bringst dann 2-2 ein Spiel und machst deiner gegnerischen Kreatur -3/-3. Fair enough. Dann tappst noch deine drei Haverer und ziehst deine Karte. Ja, das ist schon gut. Also wenn das so kommt, ist das super gut. Ja. Die Karte im Vakuum selber finde ich okay. für drei Mana einen Zombie, ein 2-2er ist halt nicht gut. Ja. Eigentlich. Für 5 Mana 2-2-2er ist auch nicht gut. Also selber das ist nicht gut. Und es ist wahrscheinlich, wenn ich keine Zombies am Feld habe, ist es bis zu, dass ich drei Zombies mache, ist diese -1/-1-Ability auch nicht wirksam genug. Mhm. Ab drei Zombies im Vakuum wird die Karte echt gut. Ja. Aber das sind halt 7 Mana schon. Und wir wissen, dass man für 7 Mana ganz andere Geschichten machen kann. Das stimmt. Aber wenn du halt, wenn ich dieses Dedicated Zombie Deck bin und ich habe schon andere Zombies im Spiel und ich mache mal halt für 3 Mana noch einen dazu und gebe einer Kreatur -4/-4, dann ist das schon eine geile Karte. Ja, und man muss auch sagen, man kann sie auch einfach nur für Schwarz spielen und mit den Zombies an Bord das -1/-X machen sozusagen. Das heißt, du musst theoretisch ja nicht einmal, du kannst ja auch sagen, ich habe halt Zombie, spiele das für 1, mache -2/-2. Ist jetzt das Potenzial der Karte wahrscheinlich nicht ausgenutzt, ja, aber in der es Situation ist ein Mana-Removal, das ja nicht skaliert mit deinem Board, ja. Ja, also von daher, ja, die Karte ist nicht schlecht, aber ich glaube, dass die Karte halt viel mehr Impact im alten Innis dort gemacht hat. Ja, gut, da gab es halt viel mehr und auch also da viel mehr Einser-Drops und viel stärkere ja Zombies. Ja. Als nächstes, die zweite Meldkarte, ja, die Grabratten. Mhm. Ein schwarzes, ein farbloses 2-1. Und zu Beginn des Kampfes in deinem Zug und falls du die Grabraten und eine Kreatur namens Mitternächtliche Grabplünderer besitzt und kontrollierst, schicke beide ins Exil und verschmilzt sie dann zur fauchenden Wut. Die Mitternächtlichen Grabplünderer kosten ein schwarzes 4 farblose, sind 3-3. Und wenn sie ins Spiel kommen, kannst du eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger aus deinem Friedhof auf deine Hand zurücknehmen. Das ist halt auch wieder interessant, dass du dir die Ratte retour holen kannst. Genau, das dann heißt, melden. Du kannst alle die Ratten spielen, irgendwann blocken mit ihnen und sie dann halt wieder dann zurückholen. Dann holst du halt 5, spielst den, holst du die Ratte retour und Turn 6 vorm Combat ist das der fauchende Wust. Ja. Ein Eldrazi-Schrecken für 5-6 hat Haste und Menace, bedrohlich, also kann nur von 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden. Mhm. Und wenn der fauchende Wust ins Spiel kommt, erhalten andere Kreaturen, die du kontrollierst, +1/+0. Und Menace bis zum Ende des Zuges. Genau. Das heißt, wenn du dann die Ratten gespielt hast, kriegst du sofort dein 5-6, mit dem du auch angreifen kannst und dir dein anderes Team, dein restliches Team pumpt und ihm auch bedrohlich gibt. Und wie wir wissen, bedrohlich ist ja gar keine so schlechte Ability. Ja. Vor allem auf einer 5-6 schon mal nicht. Das heißt, wenn du diesen zusammengebaut hast, dann ist der wahrscheinlich eine Anzeige. Und wie gesagt, im ersten Video habe ich gesagt, das ist, glaube ich, die Meldkarte, die mir jetzt bei Pre-Releases und so ja, die am meisten sieht, weil das sind halt nur 2 Commons, die du brauchst und die anderen sind, sind halt also für Limited ist der 5er 5 Mana 3-3er, der potenziell sich was anderes retourholt, ist halt okay. Und der 2 Mana 2-1 ist auch okay. 2 Mana ist auch okay, wenn ich ihn in der Curve brauche. Genau. Das heißt, die sind beide okay im Limited allein. In der Kombination sind sie gut. Für Constructed ist halt zu für wenig. Constructed ist es zu wenig, für Constructed hast du aber die 2 anderen Meldkarten, die halt Rare bzw. Rare Mythic sind. Mhm. Und ja. Ja. Gut, gehen wir weiter. Zur Grabernte. Für ein schwarzes eine Verzauberung. Zombies, die du kontrollierst, haben Bedrohlichkeit. Das heißt, können wieder nur von 2 oder mehr Creatures geblockt werden. Mhm. Und für ein schwarzes 3 farblose, schicke eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof ins Exil, bringe einen 2-2er schwarzen Zombie-Kreaturspielstein ins Spiel. Also man sieht, das Token-Deck oder das Zombie-Deck wird zum Token-Deck oder soll zum Token-Deck werden, ja, potenziell. Es gibt auch 4 verschiedene Zombie-Tokens, glaube ich, oder so. Es ist echt krass. Also ich finde die Verzauberung für ein Mana, Zombies haben
Menace ist halt cool, weil du immer mehrere Zombies am Feld haben willst oder haben wirst. Für 4 Mana eine Creature Card aus dem Graveyard schicken und ein 2-2 Zombie-Spielstein bringen, ist wahrscheinlich zu viel. Ja, 3 Mana wäre halt, glaube ich, die Schmerzgrenze. Aber auf der anderen Seite ist es halt eine Gratis-Ability und Anführungszeichen auf einer Karte, die du vielleicht in diesem Deck so und so spielen möchtest, weil die Zombies, wie wir vorhin gerade festgestellt haben, gewinnen halt nicht durch ihre Power, weil die halt alle von der Power relativ unbeeindruckend sind, sondern gewinnen durch ihre Masse. Ja. Und wenn du dann doppelt so viele Blocker brauchst, wie dann ich ist, dann Zombies habe, dann kann ich dich einfach zu Tode grindeln mit. Ich weiß, was er sagen wollte. Ja. Ja, also die Karte hat durchaus Berechtigung. Ich glaube, dass die im Draft oder im Limited auch halt sehr stark sein kann. Das wahrscheinlich auch, ja. Weil es muss halt keine Zombie-Karte aus dem Friedhof sein, sondern es ist einfach eine Creature-Karte aus dem Friedhof und weg damit und Zombies kommen. Ja. Weiter geht's mit dem ersten Planeswalker, den wir haben. Die Zombie-Königin. Liliana, die letzte Hoffnung. Für doppelschwarz ein farbloses. Kommt mit 3 Loyalty-Marken ins Spiel. Plus 1 Ability bis zu einer Kreatur deiner Wahl erhält -2/-1 bis zu deinem nächsten Zug. Die -2 Ability lege die obersten 2 Karten deiner Bibliothek auf deinen Friedhof. Soll ich weitersprechen oder brauchst du eine Pause? Okay, -2. Lege die obersten 2 Karten deiner Bibliothek auf deinen Friedhof. Dann kannst du deine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof auf deine Hand zurückbringen. Und das Ultimate, -7. Du erhältst ein Emblem mit, bringe zu Beginn deines Endsegments x 2/2er schwarze Zombie-Kreaturenspielsteine ins Spiel, wobei x gleich 2 plus der Anzahl an Zombies ist, die du kontrollierst. Ja. Jetzt gehen wir es von oben kurz durch. Plus 1 Ability ist okay, weil sie halt, also das -2/-0 kennen wir jetzt schon vom Jace, vom kleinen Jace, vom Flip Jace. Mir hätte es halt besser gefallen, wenn sie -1/-2 gegeben hätte, weil es halt des Öfteren was trifft. Die -2 Ability ist so, ja. Und die -7 Ability ist halt gut wahrscheinlich, weil du halt selber wenn du keinen Zombies hast, bringst du mal 2 ins Spiel, dann bringst du nächste Runde 4 ins Spiel, dann bringst du potenziell nächste Runde 6 ins Spiel und das addiert sich. Insgesamt, das Artwork finde ich super cool und ich bin ein bisschen enttäuscht von der Walker-Karte, muss ich ehrlich gestehen. Also, ich finde sie, also meine erste Reaktion war auch das. Also mal so, oh, Liliana, 3 Mana, Liliana, Urb, cool, 3 Mana, 3 Loyalty, das ist ja auch ganz nett. Aber ja, ich habe mir mehr erwartet und dann habe ich mir gedacht, eigentlich. Die Plus 1 Ability ist, wie du selber gesagt hast, dasselbe, was der Chase macht. Nur besser. Weil der Chase macht -2/-0 und die macht -2/-1. -1 ist jetzt nicht so, dass es viel töten wird im momentanen Standardformat, aber es ist einfach besser. Und der ist viel gespielt worden. Ihre -2 Ability ist dasselbe, was der Chase macht für -2, nur macht der es halt für Instant Sorceries und die macht es halt für Kreaturen. Weil ob du jetzt die Kreatur aus dem Friedhof spielst, die Instant Sorceries aus dem Friedhof mit Flashback spielst oder die Kreatur auf die Hand kriegst und einfach casten kannst, ist genau dasselbe. Nur kannst du den halt, wenn sie wieder stirbt, einfach dasselbe nochmal machen, weil sie halt wieder im Friedhof landet. Das heißt, die ersten 2 Abilities sind genau dasselbe wie die Chase Abilities, die lange Zeit jetzt den Chase zu einem der wichtigsten Planeswalkern im Standardformat gemacht haben. Das Ultimate ist eher unbeeindruckend, wobei das Ultimate gewinnt halt genauso wie das Chase Ultimate über Zeit. Das Chase Ultimate war halt auch so, du machst halt das einmal und der Gegner hat eigentlich noch Zeit zu gewinnen und das machst du halt einmal und der Gegner hat auch noch Zeit zu gewinnen, aber irgendwann wird er gegen die Zombie-Armee einfach zusammenschieben. Insofern finde ich sie wesentlich besser, als ich es am Anfang gedacht habe und glaube, dass sie auch Spiel sehen wird. Nein, dass sie gespielt wird schon. Nein, aber ich persönlich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Ja, aber ich glaube, du bist greedy, wenn du mehr erwartest, weil sie macht dasselbe, was der Chase macht und macht es besser. Sie macht seine 1 Abilities besser und seine 2 Abilities auch besser. In Wirklichkeit, natürlich, die Frage ist, ob jetzt Kreaturen besser als Instant Sorceries sind, sei mal dahingestellt. Aber dadurch, dass die Kreatur auf die Hand kommt, wieder sterben kann, nochmal in den Friedhof kommt, dann kannst du den ganzen Spaß nochmal machen. Heißt, du kannst das theoretisch endlos machen. Und in welchem Deck ist die? Im Zombie-Deck? Das ist die Frage. Die Frage ist, nehmen wir es im Vakuum, wir besprechen im Vakuum und wo, in welches Deck kommt die rein? Das ist die größte Frage. Ja, aber man muss auch sagen, der Chase hat sich auch sein eigenes Deck gebaut.
der Chase kam und dann gab es dieses Jeskai-Deck mit Ogeness Command, was davor keine Sau interessiert hat. Ja, Ogeness Command ist schon gespielt worden. Ja, aber bevor der Chase da war, hat das keine Sau. Und dann ist es auf einmal viermal gespielt worden. Ja, du hast das schon, also du hast Ogeness Command schon gespielt, weil du hast Seeker of the Way gespielt und du hast Soulfire Grandmaster. Ja, also aber so nicht so extrem. Es war halt schon, es war einfach ein Unterschied. Es war einfach ein massiver Unterschied. Und die Lilly hat, denke ich, auch das Potenzial, dass sie das Deck drumherum baut. Ich gebe dir recht, momentan weiß ich nicht, in welchen Deck das reinkommen soll, außer dass ich es wahrscheinlich in meinem Planeswalker-Deck spiele, weil das ist eh Mado-Farben. Aber wie viele Creatures hast du, wenn du 18 Planeswalker hast? Wo sind deine Creatures? Ich habe nur zwei Creatures. Zwei Lindvalas. Genau. Die will ich recyceln. Die will ich einfach ultimaten. Hast du eben diese Lilly, die spiele ich einfach. Okay, passt. Patrick hat wieder keinen Plan von irgendwas. Patrick spielt halt gern Magic mit Planeswalkern. Aus dem Standard ist ein Funny-Format für mich, solange es mir um nichts geht. Okay. Aber ich finde die Lina gut. Ich finde die Lina, du hast recht, sie im Vakuum ist sicher besser als in den Decks, weil es momentan kein Deck für sie gibt. Aber deswegen darf man sie nicht dismissen, weil es wird ein Deck für sie geben, sage ich dir, weil sie gut genug ist. Ja, sie wird irgendwo reinkommen, ja. Kann schon sein. Gut. Artwork ist Hammer. Also das Artwork finde ich echt super stark. Ja, wobei ich finde, dass das Artwork von der Liliana sich einfach verändert hat. Ihr Gesicht hat früher anders ausgesehen. Das stört mich ein bisschen, dass die Liliana jetzt einfach anders dargestellt wird. Sie hat sich auch verändert über die Lore, aber das weißt du ja selber. Ja, aber warum ist sie jetzt... Sie schaut lieblicher aus, finde ich. Zwar ein bisschen böse, aber irgendwie lieblicher und das Kinn ist spitzer. Warum soll ich das Kinn verändern? Gottes Willen, das war ein anderer Zeichner, der sich ja, eben, verändert hat. Aber das gefällt mir nicht. Patrick... Gehen wir weiter. Lilianas Elite für ein schwarzes, zwei farblose, ein 1-1er Creature Zombie. Mhm. Lilianas Elite erhält +1/+1 für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof. Ja. Sag mir, warum stellen wir diese Karte vor? Weil das so eine Karte ist, die von sehr vielen Casual-Leuten sehr gern gespielt werden wird. Gerade in einem Zombie-Deck ist die jetzt kompetitiv, wird die, glaube ich, kein Spiel sehen, sage ich ganz ehrlich. Aber es gibt genug, ich weiß ja, was im Spielraum durchaus immer wieder gern genommen wird von Leuten. Und das sind Karten, die halt stärker werden für Karten im Friedhof gern gesehen. Und diese Karte gefällt auch dazu. Deswegen glaube ich, ist sie auch relevant. Und fürs Zombie-Deck ist sie auch nicht irrelevant, weil die Zombies, du hast eh immer einen Ausschuss, der in den Graveyard geht, in den schwarzen Decks. Aber im Zombie-Deck gibt's den aus Shadows of Innistrad, der kostet auch ein schwarzes, zwei farblose, ist auch 1-1. Und macht wird so groß wie alle Zombies. Richtig. Genau, und jetzt hat er einen Haberer. Gut, ich würde den anderen trotzdem über dem spielen. Natürlich. Aber dafür ist der andere rare und der ist ankommen und deswegen wahrscheinlich auch preislich günstiger, was das für Casual-Leute auch nicht irrelevant Obwohl, ist. Obwohl, wenn man glaubt, dass das Zombie gibt, jetzt die Zombie-Karten kaufen, bevor das beikommt. Bevor das beikommt. Also meine wirtschaftliche Anweisung. meine Verpflichtung immer wieder. Dr. Postel berichtet. Diplom-Ingenieur, bitte. Diplom-Ingenieur. Weiter geht's. Der Galgengrab-Mob für zwei schwarze, vier farblose 0-0, ein Zombie. Der Galgengrab-Mob kommt mit 5+1/+1 Marken ins Spiel, das heißt, das hat man für 6 Mana und 5-5er. Und immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt, entferne eine +1/+1 Marke vom Galgengrab-Mob. Falls du dies tust, bringe einen 2-2er schwarzen Zombie-Kreaturen-Spielstein ins Spiel. Ja. Also wenn es die Zeit ist, die erlaubt, werden aus dem 5-5er... Mehr ein 10-Power. 10-Power. Potenziell mehr, wenn ich +1/+1 Konto verteilen kann. Zum Bleistift. Oder ein Pumpeffekte habe oder was auch immer. Nein, du musst +1/+1 Konto haben. Also du meinst auf den Mob? Ja. Ich habe jetzt gemeint, ich glaube, du pumpst deine 2-2. Nein, die sind mir wurscht, aber ich will mehr 2-2 kreieren. Ja, kannst gerne machen. Ich finde die Karte nicht gut. Nein, ich auch nicht. Ich sage nur, potenziell... Ja, okay. Aber es ist halt... Es dauert halt zu lange, wenn ich... Das Problem ist, ich spiele den 6er-Drop. Und dann warte ich, bis mein Gegner spielt... zwei Spell im besten Fall. Nein, spielt jetzt Grasp of Darkness auf den. Die Karte triggert, ich kriege einen Token runter, sind 4-4, Grasp of Darkness tötet und ich habe 6 Mana für 2-2 Urgeil. Nein, bringt dir nichts. Bringt dir nichts. Das ist halt, das ist so eine Karte, die halt auch im Limited... super oppressive sein kann. Ja, im Limited ist das zum Kotzen. Ja. Wenn du da das nicht das Removal findest, der Blödsinn liegt einfach am Tisch. Und du kannst entweder nichts mehr casten, ohne die Sportsituation noch mehr für dich zu verschlechtern. Ja. Na gut, aber sind wir uns einig. Als nächstes,
Lilianas Eid für ein schwarzes, zwei farblose, legendäres Enchantment wieder, legendäre Verzauberung. Wenn Lilianas Eid ins Spiel kommt, opfert jeder Gegner eine Kreatur. Und zu Beginn jedes Endsegments und falls in diesem Zug ein Planeswalker unter deiner Kontrolle ins Spiel gekommen ist, bringe einen 2-2er schwarzen Zombie-Kreaturen-Spielstein ins Spiel. Mhm. Der Flavortext ist ja eigentlich das Coolste an der Karte. Ja, das vielleicht auch, aber ich finde die Karte selber schon ziemlich cool eigentlich. Die Karte ist okay, Gegner opfert, ist gut. Ja. Camera to the Slot ist halt nicht gespielt worden. Ja, das stimmt. Aber sie macht halt schon potenziell auch mehr. Also wenn es dein Planeswalker-Deck gibt, die Karte natürlich super stark. Genau, also ich, also das ist ein schnellerer Inclusion als die Lilianas selber, ja. Ja, weil du einfach, du spielst deinen Walker und protectest den gleich. Genau, ich spiele einen Walker. Musst nicht die Protection-Fähigkeit vom Walker nutzen, sondern plus den Walker im besten Fall, hast aber trotzdem den 2-2er-Zombie und der Gegner opfert noch eine Creature. Also die hat eine Creature geopfert. Genau, ja. Also die Karte ist wirklich echt gut. Das Problem ist natürlich, dass gegen die Decks, die das Board voll ranzen und ja, das ist halt grün-weiß Tokens und das ist halt das Humans momentan. Ja, opfert er halt ein 0-1er plant oder opfert er in. Und dann ist es halt für 3 Mana ein bisschen wenig gewesen. Ja. Ja. Es ist halt die Kehrseite sozusagen. Aber halt, wenn du wirklich viele Walker spielen kannst in einem Deck, dann ist das natürlich gut. Wenn du spielst Lilianas Eid into Gideon, into. Was weiß ich, 5 Mana Walker, Nahiri, Into Chandra, Soarin, irgendwas. Aber dann sollte sie auch so schon fertig sein. Wenn du alle Walkers hast, dann gewinnst du normalerweise, ja. Ja. Hoppala. Als nächstes. Die Verdammte aus Stromkirch für Doppelschwarz 2-2, Vampir-Horror, Vampirschrecken, wirf eine Karte ab. Vampire, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Aktiviere diese Fähigkeit nur einmal pro Zug. Mhm. Ja, wie das Vampire Madness Deck habe ich ja schon geglaubt zu Shadows of Innistrad, dass das was wird, ist bis dato nichts geworden. Ja. Ich weiß nicht, ob die Karte so hilft, dass es was wird. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, selber ist es halt, kann es halt für 2 Mana eine 3-3 sein, weil sie ja alle Vampire pumpt und damit sich auch selber. Sie pumpt auch dein ganzes Team, aber halt immer nur einmal. Ja, es ist eine okay Karte und wenn es das Vampire-Deck gibt, dann ist sie eine gute Karte. Aber wir haben schon so viele Madness-Enabler und keine richtig guten Madness-Karten. Genau, ja, die beste Madness-Karte ist noch immer Fiery Imp. Fiery Temper. Fiery Temper, danke. Die ist wieder auch nicht gespielt. Und das wird mäßig wenig gespielt, eigentlich. Außer dafür. In den Goggle-Stacks, aber sonst. Ja. Also schauen wir mal, ich bin mir nicht so ganz sicher. So. Wir haben da noch einiges, entschuldige. Ja, ja. Als nächstes, Baum der Verdammnis für ein schwarzes, 3 farblose, eine Pflanze, nun auch nicht, dieser Baum, ist Defender 013 und sagt, tappe den Baum, tausche deinen Lebenspunktestand eines Gegners deiner Wahl mit der Widerstandskraft des Baumes der Verdammnis. Das ist cool, weil es im originalen Innistrad den anderen Baum gegeben hat. Ja, den grünen Baum. Da hast du getappt und du hast so viele Lebenspunkte gekriegt, wie er Toughness hatte. Genau. Und jetzt kriegt der Gegner so viele Lebenspunkte, wie er Toughness hat. Ja. Ist genau dasselbe in Wirklichkeit, nur halt jetzt für den Gegner, dafür ist er schwarz statt grün. Und da gibt es ja die allpräsente Kombo mit der Triskaidekaphobie. Triskaidekaphobie, so. Ja, Phobia, ja, passt. Ja. Wo der Gegner halt auf 13 Leben stirbt. Genau, ist natürlich eine Combo, obviously. Ich habe die Triskaidekaphobie draußen, plus halt den Baum. Ich aktiviere den Baum, mein Gegner ist auf 13 Lebenspunkte und wenn er jetzt kein Painland oder irgendwas hat, um das zu verhindern, ist er gestorben. Mhm. Ich finde es ein bisschen, wie soll ich sagen, eine wackelige Combo. Es ist halt eine lustige Combo einfach. Ja, es wird sicher Leute geben, die das einfach was Lustiges und was Cooles. Ja. Und weil ich will halt beim FNM was live an das Spiel normal und will den Gegner halt gescheit am Keks gehen mit dem Blödsinn und 2 von 10 Fällen schaffe ich es halt irgendwie und dann ist halt leibend und cool und hat sich schon auszahlt. Ja. Competitive glaube ich nicht. Genau, ich meine 0-13er Baum blockt doch ganz gut, insofern werde ich das vielleicht bis dahin sogar überleben. Möglich. Gut, kommen wir zu einer Karte, wo das Potenzial relativ hoch ist, glaube ich. Mhm. Die Voldaren Ausgestoßene für 2 schwarze, 3 farblose, Vampirschrecken, fliegt 3-3, ist alles noch nicht so berauschend. Opfere 3 andere Kreaturen, transformiere die Voldaren Ausgestoßene und hat Madness, das muss man dazu sagen, für 3 schwarz.
Das ist halt schon wieder sehr restriktiv. Aber wenn das Teil geflippt wird, Ausmerzerin der Blutlinien, Eldrazi-Vampir 6-5 fliegt, und wenn diese Kreatur in die Ausmerzerin der Blutlinien transformiert, opfert ein Gegner deiner Wahl 3 Kreaturen. Ja. Also wenn ich 3 Pflanzen opfern kann, dafür, dass mein Gegner 3 gescheite Kreaturen, Reflector Mage, Sylvan Advocate und eine Random-Karte opfert, dann hat sich's ausgezahlt. Es ist halt selber 3 Creature sacrificen, kann halt echt schwierig sein. Ja, es müssen halt schon 3 schlechte Kreaturen sein, damit sich das auszahlt. Ja. Auf der anderen Seite, im schlimmsten Fall ist es noch immer ein gleichmäßiger Effekt. Das heißt, wenn du 3 Kreaturen opferst, den Gegner 3 Kreaturen opferst und du den 5-6er Fliegen dann nachher noch hast, dann ist es ja noch immer ein Upgrade gewesen. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich da nicht lieber mir ein Ormental mache. Ja, für 2-3 Kreaturen mehr. Wahrscheinlich. Gut, kommen wir zur letzten schwarzen Karte für heute. Emrakuls Einflüsterungen. Für ein schwarzes, ein farbloses, eine Hexerei. Ein Gegner deiner Wahl wirft eine zufällig bestimmte Karte ab, außer du bist im Delirium. Dann wirft dein Gegner stattdessen 2 zufällige bestimmte Karten ab. Und wer länger Magic spielt oder wer Legacy spielt, der kennt den Effekt. Hymn to Turach. Ja. Und der weiß, wie hart das kommen kann. Genau, also ich finde es überraschend, weil Wizards hat jetzt sehr lange davon abgesehen, random dieses Card wieder zu drucken, weil dieser Random-Faktor ist halt oft das, was die Gegner ärgert, weil ja, ich habe halt 3 blöde Karten auf der Hand und eine super gute, mein Gegner würfelt und nimmt halt die super gute und hätte ich es mir aussuchen können, wäre es. Hätte ich halt die grindige wegschmissen. Genau. Ja. Ist okay, ist halt so. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn du Delirium hast, ist die Karte halt eine Frechheit. Ja, ein schwarzes, ein farbloses ist halt gar nichts. Ist halt gar nichts, es ist halt wirklich eine Hymne dann. Ja, sogar besser, weil die Hymne kostet halt doppelschwarz. Mhm. Also die Karte hat viel, viel Potenzial nach oben. Ja, die könnte man sich auch irgendwo in Modern vorstellen. Die kann man sich auch in Modern vorstellen. Legacy wahrscheinlich nicht, nein, weil du spielst eh keine 4 Hymnen. Da spielt man meistens nur noch, ja, also nicht 2-3 wahrscheinlich. Nicht im Main Deck 4 zumindest, außer in ganz speziellen Decks halt. Ja. Also für Modern hat das Potenzial, für Standard hat das Potenzial. Delirium ist halt die Pflicht, aber das kann man sicher machen und dann ist die Karte bonkers. Mhm. Glaube ich auch, weil 2 Karten für 2 Mana. Genau. Kommt man sehr schwer durch, wenn man nicht im Board vorne ist. Ja. Also wenn du mit dem Delirium Deck, wenn du mit deinem eigenen Graveyard arbeiten kannst und dann den Gegner auch noch alles wegnimmst und selber wieder retour. Ja, genau. Grüß Gott. Gut. Schöner Abschluss, super Karte. Ja. Das war Schwarz Eldritch Moon. Wir sehen uns morgen wieder mit den roten Karten. Ihr könnt wie immer liken, subscriben und abonnieren. Nein, abonnieren ist dasselbe wie subscriben. Liken, subscriben und kommentieren auf Facebook und Twitter. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Patrick, vielen Dank. Immer gern. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Du musst ein Doppeldate ausmachen. Ja, ich weiß.